das wunderbare Frankincense, das Weihrauchöl. Das ist genannt der König der Öle. Ein ganz wunderbarer alter Duft und ein sehr erdender Duft. Und das steht bei mir definitiv immer im Bad, weil ich es auch für meine Hautpflege benutze. Und zwar nehme ich das sogar gerne pur und tupfe mir das morgens und abends so unter die Augen. Es ist anti-aging und sehr feuchtigkeitsspendend und hilft total gut bei auch bei Narben. Also entweder bei frischen Verletzungen, die aber schon zu sind, da könnt ihr super mit Frankincense arbeiten, aber sogar bei alten Narben, die werden dann einfach ein bisschen weicher und heller und hilft einfach der Haut total gut, sich selber zu regenerieren. Dann liebe ich es auf die Fingernägel. Da gebe ich mir auch tatsächlich pur immer so einen halben Tropfen pro Nagel. Massiert das ein, stärkt eure Nägel und eure Nagelhaut. Wenn man da gerade so trockene, raue Stellen hat, ist das genial. Dann ist es einfach auch ein total tolles Öl, um euch emotional zu helfen. In Situationen, wo ihr viel Stress habt, eine Überforderung, Hektik, Unruhe, könnt ihr das aufmachen, einatmen. Dann gebe ich es mir wahnsinnig gerne auf die Fußsohlen und auch mal so einen halben Tropfen hier auf die Krone, auf den Kopf, aufs Herz, atme tief durch und das ist eben so ein erdender Duft und es hilft euch ja, zu entspannen und runterzukommen und auch wunderbar für die Badewanne oder eben in eine Bodylotion. Ich würde sagen 3-4 Tropfen von dem Frankincense. Ich liebe es in der Kombination mit Lavendel und wilde Orange. Das ist wirklich ein unglaublich schöner Duft. Und das kann man dann schon wirklich wie ein Parfum tragen. Also ein super, super Öl und ein sehr effektives Öl.